Ansonsten macht Crazy und der Hase auch immer YouTube-Videos. Da bin ich zwar persönlich kein Fan von diese Bretterdinger und. Aber müssen die halt für sich entscheiden. Ist halt gut, wenn du nicht den Tag anders. Die streamen ja nicht, aber die werden trotzdem halt immer erkannt. Und man kriegt schon wieder keine Alerts. Wallah, du hast verändert. Wir gehen noch ein bisschen Geister zocken. Wer Bock hat, kann bleiben. Wenn nicht, dem wünsche ich eine wunderschöne gute Nacht. Und baut keinen Quatsch, wo immer ihr auch hingeht. Ja, Doktor, ich versuche mein Bestes halt, ne? Für mich selber auch. Ich bin gerade selber ein bisschen überfragt im RP und so, aber eine Sache weiß ich und das habe ich auch gerade gesagt. Das wird auf jeden Fall knallen. Ach, die sind gerade schon in der Runde. Dann müssen wir noch kurz warten, aber wir können noch ein bisschen quatschen dann. Lucky, BT, Dembo und Mila zocken gerade. Macht noch mehr Bock auf sonst. Ich denke, du willst das hier schon gut schaukeln, ja. Ich gehe ja gerne auf den Chat ein und höre mir auch alles an, auch wenn da Kritik ist, auch wenn einem was nicht gefällt oder so. Aber sich aktiv da einzumischen und dann zu sagen, ja, dann bist du aber unglaubwürdig bei diesem Warlord und so, da juckt mich halt null, Alter. Ich nehme von Anfang an auf Unity diese ganze Kacke da nicht ernst mit diesem Gang-Gelaber und solange das nicht irgendwie auch nur ansatzweise authentisch rüberkommt. Und ich fand das gestern sehr, sehr merkwürdig, ganz seltsam. Deshalb habe ich da jetzt auch nicht so wirklich Respekt oder Angst vor. Vor diesem Waffenhändler-IP. Und deshalb bin ich auch so indiskret zum Cody. Klingt vielleicht dumm, aber irgendwie langweilt mich das. Wenn jemand versucht, so, obwohl das offensichtlich ist, versucht irgendwas zu verschleiern, dass er irgendwelche Marionetten lenkt und irgendwelche Schachfiguren bewegt. Und das dann so zu verschleiern, so, keine Ahnung. Vielleicht habe ich das schon zu oft gesehen und auch selbst gemacht. Das beeindruckt mich halt nicht. Klingt doof, aber irgendwie ist das so. Vielleicht eckt dich deshalb so. Der Baller, der einmal im Monat vielleicht da ist. Ja, wie lange zocken wir jetzt auf Unity? Ich weiß das gar nicht mehr, Alter. Schon so 2-3 Monate? 3 Monate ungefähr? 4? Bist du zum Release von Shadowlands Stream? Ich hatte ich vor, aber ich muss am Dienstag den das Wunders neu aufsetzen und alles. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, Alter. 3-4 Monate. Und der kommt jetzt erst. OC weiß ich halt, dass der beim Kiez nach 2 Tagen schon da war. Oder 3 oder so. Aber da weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Das ist das nur, was man hört. Vielleicht ist das von der Perle auch so gewollt, dass der nicht auf da ist. Soweit ich weiß nicht, nein, aber der gute Mann selber, der hinter dem Charakter steht, der hat wenig Zeit. Aber es gibt auch im RP andere Leute, die sich auch darum kümmern, die quasi so unter ihm stehen und das vermitteln. Aber ich glaube, die sind nicht mehr da oder so, keine Ahnung. Ist aber auch egal, weil man die Waffen nicht braucht, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe den Warlord gestern gefühlt mal wieder seit langem. Ich nicht so. Ich fand's cool, dass er sich mal gemeldet hat. Das EP war auch alles gut so, aber als jemand, der richtig mit heftigen Waffen und so dealt, hätte man das vielleicht ein bisschen anders aufziehen können. Aber ist auch nicht schlimm. Ich erkläre nur, warum ich dann so indiskret bin. Hast du noch deine alte Curtis Stimme? Ja, kann ich noch. Warst du auf HS der Hakim vom Kiez? Nein, ich war auf HS der Curtis. Wer soll was eigentlich sein? Das ist ein Waffendealer, der beobachtet oder holt sich im RP die Informationen, welche Gang oder so krass ist, wer Operationen da durchführt oder so und dann spricht er die an. Ja, ich sage ja auch gar nicht, dass das schlecht ist, dass er zu mir gekommen ist. Das ist alles fein. Das ist ja jetzt nur eine Antwort darauf gewesen, warum ich so indiskret bin.
Das wollte ich nur erklären, was die Intention dahinter ist. Und warum mein Charakter überhaupt so actet. Ich sag halt das, was ich denk, so das ist mein Stream. Ich muss nicht immer recht haben, aber das sind halt meine Gedanken. Und mein Handeln. Genau wie das gleiche, wie ich bei Cody hinter Codys gesagt habe, so dass mich alle aufregen. Und ich kann das sagen, weil ich die Scheiße selber schon durchgemacht habe. Ich habe mich selbst schon so verhalten. Ich bin damals auch rumgerannt, nur mit dem grünen Hemd und alle Autos sind grün und 2017 halt. Ich kann mir das recht rausnehmen, darüber zu urteilen. Also nicht zu urteilen, aber das zu sagen, dass mir das nicht gefällt und ne, weil ich das selber schon durch habe. Und ich werde euch nackig in der Hand versprechen, da kommt auf jeden Fall was jetzt, weil Leute sich OOC getriggert fühlen. Wenn du keinen Server mehr ernst nimmst, weil du früher schon alles erlebt hast, ist das auch bad. Du verstehst das nicht. Ich glaube, du verstehst nicht, was ich meine. Hallo? Hallo? Seid ihr fertig? Ja, ja, die drei warten auf dich. Raum ist hier drinnen, ne? Ging. Ich meine das nicht so, wenn ich sage, dass ich das keinen Server mehr ernst nehme, sondern eher, dass ich das eher alles ganz, ganz, ganz locker sehe und nicht mehr so verbissen darin bin und reinschwitze. Vielleicht ist das ein bisschen besser zu verstehen, wenn ich das so sag. Ralle. Damals war ich sehr darauf bedacht, im RP immer zu gewinnen und habe mir endlos viel Mühe gegeben, auch außerhalb vom RP und im RP mir alles zu merken und alles zu dokumentieren, Handynummern und was weiß ich und wo ich welche Info bekommen habe und so richtig, richtig am Tryhard gewesen. Und heute mache ich das nicht mehr. Heute steht der Spaß einfach im Vordergrund. So, mir ist das egal, wer da denkt, der wäre der Krasseste. Selbst wenn das meine eigenen Jungs sind, mit denen ich zocke, das juckt mich alles nicht. Ich nehme das nicht ernst so. Weil ich mir den Spaß einfach nicht versauen will. Das meine ich damit. Ne, nix sehen. Ich muss erst den Code eingeben. Chillt mal. Dann wechsle ich. Gib den Ball wieder her. Du schmeißt ihn mit Dosen. Sie, treib sie in den Spind rein, sperr sie ein, rein da. Ja, rein mit dir und friss die Dose. Fängt das schon gut an. Ja, wirf die Scheiße raus. Gib die Bälle wieder her. Ich brauch Bälle. Nee, Kassim, ich hab keinen Block mehr. Ich schreib mir auch nichts mehr auf. Ich versuch mir alles zu merken, weil ich vergesse es halt so. Guten Abend, Fräulein Mila. Willkommen. Guten Abend, Herr Lucky. Hure. Wie mehr Pee fickt dich. Guten Abend, Denver. Nö, verpiss dich, ich muss Körbe werfen. Kobe. Ja. Hab ich jetzt auf Phasmo-Verbot oder was? Bist du der OG hier? Ja, klar, Junge. Ja, komm nie wieder aus. Mal raus aus meiner Turf-Garage. Okay. Auf geht's. Was haben wir? Ja, war klar. Highschool of Poppy. Shade. Ab ja, in hey, die Schule. Du warst bei der Amphäre. Ich mach den Denver gleich leise, der ist schon wieder voll laut. Warum schreit Denver so? Weil der ist so geboren. Ich bin so geboren. Denver, du Arschloch. Oha, ihr seid schon so geil. Ich geh mit Mila. Nein, wir sind voll süß, hallo? Können wir alle mit Mila gehen? Nein. Ich geh auch mit Mila. Nein, die wollten das ist nicht auf meiner Unity, man muss sich bewerben. Hoffentlich stürzt aber keinen von euch ab. Ja, Fletcher, aber man muss reden. Man kann nicht einfach immer mit dem Kopf durch die Wand. Man muss dem anderen ja auch ein bisschen RP bieten und ihm die Chance bieten, Sachen zu klären und so. Ich könnte jetzt auch einfach im Park gehen und warten darauf, dass Johnny da irgendwo auftaucht und einfach auf den schießen, aber... Ich weiß auch, dass Quatsch und im Kreis stehen nicht so spannend ist, aber das gehört einfach dazu. Aha. Oder was sagst du dazu? Oh, eine Kerze. Absolut. Ja, Mann, ich bin auch voll auf deine Seite. Volle Kanne, Hoshi. Ihr seid doch meine Freunde. Psst. Und Johnny ist nicht gute mehr mein Freunde. Freund. Kann niemand trennen. Und Johnny ist nicht mehr mein Freund. Dem kündige ich jetzt die Freundschaft wegen RP. Ja, Mann. Richtig, so 15 Jahre für den Arsch. Genau, 15 Scheiß, Jahre für den Arsch, Alter. Weil der mich in GTA gedisst hat. Boah, wir gehen jetzt zu dem nach Hause und wegen deiner Papiertüte mit Kacke vor die Haustür, dann zünden wir die an. Ich weiß, wo der wohnt. Sollen wir in seinem Briefkasten scheißen? Ich heb ja, den Bauch dagegen. Lass gegen die Tür treten und wegrennen und chillen vorher. Boah, ich weiß seinen Namen. Lass den Pizza bestellen auf seinen Namen.
Lass den Capricciosa-Salat und ein paar Pimmickes und so bestellen. Auf da seinen Nacken, alles fürs RP. Aber lass das Essen vorher lass das Essen vorher bezahlen. Da freut er sich, dann haben wir den da voll gezeigt. Den Wichser dafür, dass der Fax im RP hat. Dann hat er gedacht, der kriegt einen ausgewischt, dann bekommt er nur was zu essen, der Idiot. Und dann legen wir dem noch eine Yadi-Fleck dabei. Dann weiß der nicht, dass wir das waren. Genau. Wow, voll undercover. Hallo. Lass vor seinem Fenster stehen, Hure rufen. Ich nehme EMF. Und ich nehme Temperatur. Ich hab Thermometer. Ich nehme Kamera noch mit. Ich nehme die Kondome. Und Buch habe ich auch. Ich bin intelligent. Wir brauchen ein Räucherstäbchen. Intelligent. Ja, der reagiert sogar auf Gruppen, der. Was ist das Highschool? Mila? Ich hasse deinen Arsch immer Highschool. Ab in die Schule. Hä? Wer geht jetzt zusammen? Okay, sorry. Alle mit Mila. Wer geht zusammen? Alle gehen mit Mila. Ja, man muss auch mal hart sein, ich weiß. Aber dahin ging nicht der Charakter, sie erst mal entwickeln. Mila, ich glaube, wir sollten uns trennen. Was laberst du vom Charakter? Bist du schon besessen, Junge? Wir betreiben hier erst Geister, Lacke, Junge. Ich geh mit Mila. Du, wir gehen alle. Nein, der rennt ja schon allein. 1:1. Lucky, wo? Lucky, warum gehst du alleine? Hau rein, Carsten, schlaf gut. Hau rein, Carsten. Was ist denn mit Carsten los? Bist du hier? Telefon? Oh nein, das ist oben. Das ist über uns. Das ist oben. Uhlala. Diese Ape gucken einfach köstlich. Was denn? Was? Nix. Alles gut. Mein Auge hat nur gezuckt. Bitte nochmal das Telefon. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Anscheinend nicht. Hier ist kalt. Bist du hier? Mila. Hä? Ich glaube, hier war gerade kalt auf dem Flur. Oder? Bist du hier? Ach, der Smokey. Eigentlich. Links. Dahinter. Mhm. Bei uns ist Telefon. War alles. Das ist ein Zimmer. Ne, da wünsche ich, kann das nicht installieren, weil ich Windows nicht aktiviert bekomme. Das war doch das Telefon hier, oder nicht? Drin? Oh. Da war ein Troll. Bist du hier? Ein Bergtroll. Hier drin? Ich immer so ein Buch. Oh ja, ja, ja. Gefriertemperaturen. Wie alt bist du? Keine Antwort über die Box. Vielleicht hat sie noch keinen Bock. How old are you? Oh, oh mein Gott! Alter, leck mich am Arsch, hat der mich gefickt. Dieser Hurensohn hat der nicht mit dem Sensor. Ja, das heißt, du bist raus, wenn er den Sensor hat. Oh mein Gott. Jetzt ist Sensor. Eigentlich war es ein Buch oder sowas? 9 Grad. Ich hab hier ein Buch hingelegt. Haben wir ein Buch? Okay, EMF. Minus 11 Grad. Das ist verdammt kalt. Mir frieren meine Nippels ab. Hab ich mich erschrocken, Alter. Das ist eine Oma. Die kam mir in die Fresse geflogen. Was hab ich?
Nein. Das EMF? Ja, doch, habe ich, aber schlägt nicht aus. Leg das mal hier zum Telefon, weil die öfter anruft. Coming! Aber telefoniert das. Einer Bock auf Glücksspiel? Hey, wisst ihr noch, als Kurt vergessen hat, wie man so ein EMF hinlegt? Alter. Schreib ins Buch. Ja, schreib in unser Buch. Benote uns. Ein. Videokamera, haben wir die dabei? Ey, sag mal, habt ihr die gerade nicht gesehen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, natürlich. Die ist mir in die Fresse geflogen, Alter. Geblieben. Lass mir jetzt gehen. Hast du die geknutscht? Wie alt bist du? Bist du hier? Ja. Oh mein Gott, halt die Fresse. EMF 2. Junge, fick mein... Der geht fremd. Ich geh nicht mehr rein. Hallo, wo seid ihr? Ich hol ja, lass mich alleine da drinnen. Ist ja nicht so, dass die kleine Missgeburt mir gerade in die Fresse gepackt wird. Ey, du schaffst das. Du bist doch voll männlich und mutig. Ja, ja, sexy time. Wir sind runter und an den Gang 3. Ich glaube, mein Herz hat gerade einen Aussetzer gehabt. Ich habe schon wieder 4 Duftkerzen in der Hand. Da ist noch. Ja, wir sind alle hier, Dummkopf. Ich hab mich alleine. Entschuldigung. Ich nehme Räucherstäbchen mit. Wo sind die? Wer hat Räucherstäbchen? Hä? Hat keiner Räucherstäbchen? Haben wir keine mitgenommen? Jetzt sagten wir, haben keine Räucherstäbchen, Alter. Wir haben Feuerzeug, aber haben wir keine Stäbchen? Wir sind voll gut vorbereitet. Ich sehe schon wieder ein Geisterorb. Das ist eine Fliege, die ist so geboren. Wir haben keine Räucherstäbchen bei. Könnt ihr mal eben auf den Namen gucken? Susan Smith ist die. Die Nutte. Okay. Was brauchen wir? Kreuz, falls einer eins mitnehmen möchte. Am Boden. Der brauchen wir nicht. Brauchen wir Foto? Foto immer gut, Foto mal knieps. Ich hab Film mitgenommen für den Notfall. Dann geht's gut, ja, let's go. Und ich hab Fingerabdruck. Boah, wo war der ganz nochmal? Hier links nochmal, ne? Oben und dann. Ja, ja, da oben liegen. Mein Freund, der Baum ist tot. Gut, Sam. Ist der hier oder müssen wir nach oben? Wir müssen nach oben. Ich hab Hunger. Nach oben. Da wo die geknutscht hat. Wie kannst du vergessen, wo du mit dem Geist rumgemacht hast? Oh, der jagt. Ich mach zu. Du sollst echt mal was essen. Schmatz sind alle am Leben? Hallo? Ich bin hier. Hi. Ah, da. Hallo. Mila. Mila.
Weil Mila ist tot. Typisch Mila. Mila hat's erwischt. Ihr Bolok wurde gekitzelt. Die hat Finger im Bolok gesteckt. Alter. Sie nach hier drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Da rein jetzt. Letzte macht die Tür zu. Ja. Mach die Taschenlampe aus. Ich brauche eine Kippe. EMF schlägt aus, aber wir wissen nicht, auf wie viel. Na super. Also. Das war ja voller Erfolg, ne? Ja, und nu? Wir müssen auf das EMF gucken, auf das EMF gucken. Ja, das piepst aber nicht mehr. Jetzt mal, wir müssen rein. Oh, da hinten ist die. Also, ich hab ein Foto. Ich hab auch ein Foto. Komm. Das reicht schon. Nein, wir brauchen EMF. Ja. Susan Smith. Oh mein Gott, die hat schon wieder. Halt's Maul! Du machst so. Nix. Hallo? Hi. Ah, Lucky. Hi. Hey, die ist ganz schön aggressiv, ne? Ich bin hier hinten. Ja, Mann, lass einfach gehen. Oh mein Gott. Boah, hast du mich erschreckt, Alter. Heizen, geil. Wir müssen da rein, wir müssen ins Buch gucken, DMF. Buch ist weg. Oh mein Gott! Die jagt die Hilfe! Ich bin in mein Maul rein, Mauli. Einfach mit dem Finger bei der im Rohr drin. Junge, wir können da nicht rein, Alter. Ja,
das EMF hast du wieder. Ja, wir müssen aber. Wir müssen wissen, auf wie viel ein EMF springt, Alter. Wo liegt das Ding? Das liegt auf dem Schreibtisch. Auf dem Tisch. Komm denn mal rein. Ja. Oh mein Gott! Wo bist du? Ja klar, rein. Wenn ich da, ich hab das Foto. Ich hab schon ein Foto. Ja, was machen wir? Seid echt nervig, ne? Das schlägt schon wieder aus. Ja. Lucky? Lucky? Hallo. Wir müssen immer noch in das Buch gucken. Hä? Wo ist das Kackbuch? Aber denn? Ihr müsst eure Pillen nehmen. Ach, die hat da reingeschrieben, Alter. Sie hat die? Vor uns. Okay. Ja, guck mal da. Warte, ich muss Foto machen. Let's go. Die gehen ja schon, beruhig dich. Komm, die Geisterjäger ficken dich. Hure! Oh, safe. Boah, ich hab Gänsehaut, ne? Gerade einmal stand die direkt vor mir, als die Jagd losging. Das ist, ja, das ich ist ein Jurei. Ich hab den Finger ins Ohr gestochen. Ja, ein Möhrchen fürs Öhrchen hat die gekriegt. Jurei. Ich glaube aber nicht, dass wir schon alle Aufgaben erledigt haben, ne Jungs? Ja, wir können ja keine Räucherstäbchen anmachen. Ja, warum haben wir keine bei? Ausverkauft. Corona-Zeit. Voll Mila. Ah, jetzt weißt du ja, warum die mal gejagt hat. Ja, wir haben keine Räucherstäbchen, das ist ein Jurei. Ja. Yep. Das hat eine Missgeburt, Alter. Essbärle, gute Nacht. Das ist schon wieder ein Geisterort. Ja, die sind da die ganze Zeit. Geisterort. Habt ihr eingetragen? Glühwürmchen? Habt ihr eingetragen, Jurei? Ja. Soll ich zumachen? Ja. Ich mach. Mach du zu. Na, Glühwürmchen. Hat die mich gefickt, Alter. Hey. Das war schon echt unheimlich. Schloch, Oma, Frau. Hallo? Hallo? Willkommen! Hallo! War ein Jurei, der hat uns richtig auseinandergenommen. Ja, ich hatte ja, jedes Mal, wenn wir da reingegangen sind. Der war richtig aggressiv. Die alte Kerbe. Oh, diesmal nehmen wir aber Räucherstäbchen mit, ne? Ja, hab ich mit. Und Salz. Ich wusste gar nicht, dass die auch ein richtiges Geistermodel haben kann, wenn die vor ihr halt so schemenhaft auftaucht. Auf einmal steht diese Missgeburt vor mir. Und knutscht dich. Fettes, ich hatte gerade diese Voodoo-Puppe aufgenommen, ne? Ja, die ich läuft zu die dem Geist vor mir geworfen und
Die ist gegen das Bett geklatscht. Willst du meinen Ball küssen? Was? Die läuft zu den Geistern? Ja. Willst du meinen Ball küssen? Dann war die im Bett? Willst du meinen Ball küssen? Mila, voll gegen das Bett geklatscht. Küss dich mal. Nein, ich verzichte da. Komm schon. Nein, ich möchte nicht. Hallo? Na, ich möchte nicht. Doch, komm. Auch nur ganz kurz. Ganz kurz. Ist auch ein... Ich will nur mal ein Baguette essen. Nur ganz kurz küssen. Einmal kurz so. Nein. Nein, nein, danke. Oh, nein. Dann werf ich jetzt meinen Ball hier durch die Gegend. Oh nein, der ist im Regal. Ja. Ja, ich weiß. Möchtest du meinen Ball küssen? Mila? Ich will den Ball nicht küssen. Komm, wir sind ganz alleine, sieht keiner. Du kannst doch zwei Bälle küssen. Der ist neu, dreh dich doch mal um. So, geh weg. Nee, du hast den Spinn geküsst. Du sollst den Ball küssen, dann hab ich Glück. Hallo, hier ist Privatsphäre. Wir gucken nicht zu, ich mach zu. Hier, guck mich doch mal an. Ins Zimmer nebenan. Nein. Ins Zimmer nebenan. Komm, wir spannen rüber. Lucky, ich hör die Nachbarn durch die Wände. Ich fühle mich ganz beobachtet, Alter. Ja, let's go. Der muss aussuchen. Ja, irgendwer muss starten. Der Mann muss mal auf Ready gehen. Einer muss starten. Die Hure. Hab ich doch schon. Ah, fühlt sich das schön an, reich zu sein, einen guten PC zu haben. Oh, das ist ja. Warum bist du eigentlich so groß? Hallo? Warum bist du nicht so groß? Weiß nicht. Nämlich Shorty. Du solltest dir mal die Nasenhaare wegmachen. Kitzelt das? Ja. Ja, hust mich an. Ich liebe eure Nasenlöcher. Ich stör uns nicht. Hau ab. Entschuldigung. Immer soll ich abhauen. Alle hassen mich. Ja. Demba, stell dich in die Ecke und guck mal. Ich schwör bei Gott, Mila braucht unbedingt eine SSD, Alter. Hat die gar keine? Mhm. Die speichert ihre Sachen nur auf der Schaltplatte. Ich nehm wieder. Hey. Hallo, ich hab das gehört. Mila hat Floppy Disk. Ich nehm Videokamera mit. Throttle. Ich hab Temperatur. Fotokamera. Dankeschön und so, aber ich snacke nur so ein paar Sachen. Wir müssen Zeuge werden. Brauchen was. Oh mein Gott, allein. Ember, nimmst du auch EMF mit? Wir müssen Salz mitnehmen, ne? Ich geh auch mit Mila. Halt deiner Salz. Ich weiß nicht mal, ob man SSD... Mila, was für ein Mainboard hast du eigentlich? Und jetzt sag mir nicht eins mit irgendwelchen Knöpfen. Nicht. Ja, keine Ahnung, was ich habe. Ich denke, ich habe eins. Mit so Slots und so. Ja, wir müssen dem mal eine SSD besorgen. Diese ganze neue Zeugs, wer braucht das schon? Ja, du brauchst nämlich eine halbe Stunde, bis du in den Phasmo-Map drin bist. Das ist so... Warum rennst du eigentlich weg? Warum gehen wir nicht in die Räume? Weil ein Telefon hier oben geklingelt. Ach so, ja, ist wieder dein Boyfriend, ne? Willst du wieder Sex-Telefon-Pommes machen? Mhm. Ah, die Klappe. Und erstmal ein paar weniger Twinkies, man, dein Arsch platzt schon. Was denn? Geh alleine. Nein, ey, der, hey, komm. Hey, nein, komm. Hey, komm. Nein. Du weißt doch, was. Verschwinde. Komm schon. Raus aus meiner Schule. Ey, komm schon. Ruf den Direktor an. Ja, ich bin der Direktor. Ich bin Dumbledore. Ja? Und ich habe eine Rohbahn und nichts runter. Das ist rechts, rechts, rechts. Why are you running? Because of you. Du weißt genau, der Stadt mag, wenn du von mir wegrennst. Oben Telefon, oben ist auch der Raum, Jungs. Ich krieg schon wieder Ärger von meiner Schwester. Ja, richtig so. Warum? Ist das nur Spaß? Ja, hier ist... Was ist hier? Amen. 2 Grad. 2,5. Der hat das Buch runtergeworfen. Randalieren, wie alt bist du? 2? Geh mal kurz raus. Nee, geh mal kurz, warte mal. Okay. Bist du hier? Oh. Oh, ja, ja. Ist hier. Geisterbox. Ist hier. Ist hier. Wie alt bist du? Wir haben gefragt.
Und Geisterbox. Geht das schnell. Wie alt bist du? Oh, wir haben einen alten Mann. Nimm mal rein. Nein. Dürft reinkommen gerne. Will mich nicht bewegen. Nicht dir, warum? Ich ex. Warum? Oh mein Gott! EMF2. Du bist der Mensch, Kinder. Oh mein Gott. Metal, Leute. Wir haben minus 5 Grad. Wir haben Minus und Geisterbox. Das Geisterbox. Alter. Das ist doch schon mal was. Hat einer Buch bei? Buch. Auf Pult. Buch ist auf Pult. Tschüss. Boah, schön. Ja, wir müssen Geisterbox gucken. Alter. Wo geht's hier raus? Zu alt für so. Kann das sein, dass die Geister aggressiv. Boah, ich würde mir das wünschen, dass so ein Patch kommt, wo die so aggressiv bleiben, ne? Wie jetzt zum Beispiel. Okay, keiner hört mir zu. Die sollen mir mehr Sachen werfen. Ja, doch, ich hab dir zugehört. Ja, ich will, dass die mit Scheiße werfen. Sonst? Ja, genau. Sollen uns was im Teller an den Kopf werfen oder so? Ja. Der überfängt Teller müde mit seiner Unterlippe. Fang ihn mit der Fuße. Lucky, musst du morgen nicht arbeiten? Ja, ist weiter. Ja, kann doch sein, dass ich samstags arbeiten muss. Muss ich nicht. An einem Freitag hat man auch nicht frei, obwohl das Freitag heißt. Ist auch nicht so frei zu tun. Genau, es kommt von einer Göttin, die heißt frei. Boah, ich freue mich schon auf die Gefängnismap. Da kann ich endlich meinen Papa wiedersehen. Der ist durch einen Bewegungssensor gelaufen. Wir brauchen. Wer hat Salz bei? Ja, hier liegt Salz. Wo? Ich nehme mal Salz mit. Da hat jetzt keiner eine Kamera aufgestellt. Doch, ich. Die nicht an? Doch. Ich hab die angemacht, voila. Da ist sie doch. Guck mal, da war ich gerade. Da vorne. War leider kein Geisterort. Ja, Mocho würde ich auch mehr feiern. Dann was siehst du Geisterort? Nein. Dann haben wir auch keine. Verdammt. Der ist wieder durchgelaufen. Der ist schon wieder durch den Bewegungsraum. Toll. Ja. Ja, dann wieder rein, oder? Ich hab Salz bei. Wo war der Raum nochmal? Ich glaub schon, Motto. Lucky, soll dich fragen, ob du morgen Mittag da bist zum Spielen, weil Jay wollte mitzocken. Ich bin morgen Mittag, hallo. Du bist was morgen Mittag? Ja, ich bin direkt hier. Ich höre dich. Ja, bist du morgen Mittag da? Wann oder was? Ja, so 15, 16, 17 Uhr. Ein Stündchen. Ja, so 15 bestimmt, ja, sicher. Okay. Die Mila dann auch da? Mhm. Die ist immer da, die ist arbeitslos. Wenn nicht, dann kriegst du Ärger, ne? Hey. Penner-Olle. Mila Schimmelzee. Oh, Licht. Das war ich. Hallo, Licht. Wir sind wieder da. Hallo. Ich hab mein... Wo ist denn meine Kamera hin? Ja, du auch, Simba. Hat ich überhaupt eine Kamera bei? Absoluter Kicker wäre ja, wenn Revi mitspielt, ne? Revi hat das Spiel schon und die hat auch Internet. Die hat mir auch schon geschrieben. Ich weiß nur nicht, wann die Zeit hat. Ja. Nice. Das wird lustig, Junge, die checkt das. Salz. Salz. Genau. Uns mal ein Zeit. Gibst du uns ein Zeichen? Bitte. Der ist gute Geisterin.
der durchglaubt schon. Oh mein Gott, oh mein Gott! Da ist der! Oh. Hab ein Foto, hab ein Foto! Hä? Du Arschloch! Sorry. Der war da drin. EMF 2? Oh. Was? Ja, ist doch gar nicht durchgelaufen. Doch, guck mal, da sind noch mehrere Spuren. EMF 2? Hä? Direkt bei Lucky? Da ist gar nichts durchgelaufen. Hä, ich war da nicht. Gib uns mehr. Brauchen mehr. Gib uns mehr Stoff. Nicht du, Sim. Michael Robertson. Suck my dick, bitch. Oh, Michael. Suck my dick. Nein, Simba. Deine Katzen sind dumm, Lucky. Simba, wir wissen, dass du mit zweiten Namen Benny Bauer Dick heißt, also zeig dich. Hallo? Sagt der im Türraum steht. Komm mal rein in den Boot. Ja, weiß man auch warum. Ich fühle mich hier wohl. Achso, das ist Salz aus. Im Buch steht Genny. Lucky? Warte, was? Hallo? Also ich habe ein Foto von dem auf jeden Fall. Also dann... Michael! Noch ein EMF-Buch, der Finger ab. EMF ist noch 2 maximal. Mila, wo gehst du hin? Mila? Schnucktieren? Spazihasi? Why are you running? Die Klappe. Das heißt Schnutzi-Buch. Hure! Die Ja, warum? Wo gehst du hin? In den Truck. Weil? Weil ich euch gerne alleine lasse. Warum? Demba, sind wir... Ja, warum? Sind wir uble Tupen? Wir sind recht uble Tupen. Dann komm, wir gehen da rein. Komm. Okay. Ja, ich komm. Komm. EMF 2. Schritt und Tritt. Ah, der hat das aber nicht genug. Du Finger abdrücken. Wenn zwei vor der Tür hängt, immer so ein bisschen bewegt, so guckt, aber wieder immer wieder zurückgeht. Ich hab Angst. So ich muss hier raus. Ah! Als Mann. Immer so. Ja komm, wir müssen da rein. Oh, lieber nicht. Was waren wir denn da drin? Ja, was ist denn hier drin? Lass hier rein. Der ist durchgelaufen, ne? Der ist durchgelaufen. Der ist durch Salz gelaufen. Hat aber nicht ins Buch geschrieben. Ich bin enttäuscht. Wir müssen noch Zeuge werden. Die hat eine Fehltemperatur. Wir haben Geisterboxen und Gefriertemperaturen schon drin. Ach so, fuck. Vanity ist bei 50%. Das ist ja cool. Michael Robertson. Gib uns ein Zeichen. Mach das wo nicht. Wo steht die Kamera? Gib uns eins da vorne. In der wo ist das drin? Ist da gerade was umgefallen? Michael Robertson, gib uns ein Zeichen. Nee, mach das nicht. Lass es. Ey, hier sind Fingerabdrücke. Da, an der Tür. Korrekt. Hinten. Aha. Hast du gesehen? Überführt, du Wichser. Wir haben Fingerabdrücke. Ja, ich... Hier lang. Ich muss ein Foto davon machen. Ja, Lucky, ja, wir müssen ein Foto davon machen. Komm zurück. Oh, ihr macht Hilfe. Boah. Wir haben ein Gespenst. Gespenst? Chepepe Chepenst. Das ist Französisch für Geist. Chepepe Chepenst. Wir haben noch kein Foto von einer Interaktion. Ja, wie lange willst du jetzt warten auf das Event? Nein, ich meine eine... Davon kann man auch noch ein Bild machen. Von was? Einer Interaktion. Du musst so länger funkeln. Wenn das Telefon klingelt. Ja, wenn das Telefon klingelt, dann kannst du ein Foto davon machen und dann hast du ein Foto von einer Interaktion. Nochmal bitte? Wenn zum Beispiel das Telefon klingelt, kannst du ein Foto da... Weißt du was?
21 Minuten spawnt Mount Drache in Icecrown. Schön für die WoW-Pommes. Also ich habe Fotos von den Fingerabdrücken und vom Geist. Oh, Katze. Geht und ab. Von Curtis. Habe ich Schnute gemacht? Ja, Duckface. Muah. Was? Der will alleine losfahren, die Hose. Spinnst du oder was? Fress das Ding. Was? Nein. Ich geb dir eine Knusper oder was? Alter. Oh, ich geb dir eine Kopfhörer. Wo rückt dich denn? Ich hab mir auf dem Arbeitsplatz gemacht. Himmel, auf deinen Gedanken, aber schwer. Ja, nein. Jetzt. Ich bin für ein kleines Haus auf Profi. Ja, die Kleinen sind krass. Ich glaube, die Tasche droppt immer zu 100%, oder? $120. Eine von euch. Ein kleines Haus willst du? Jo, haben wir was? Nee, aber ich hätte da was anderes noch angeboten. Was denn? Was sei denn? Ja, können wir auch machen, aber es ist halt groß, ne? Mila? Ich hätte auch noch offen. Ich hätte auch möchtest du den Ball küssen? Komm mal, der. Was machst du da, Junge? Schummel. Punkte sammeln. Ich bin bereit. Sind wir bereit? Na, ich möchte nicht. Spiel ist voll unrealistisch. Ich kann durch deinen Körper laufen. Ich hab den Schwanz an die Stirn gesprayt. Mir egal, ich liebe das. Demba, machst du bereit, Demba. Demba, du musst reinmachen. Den Star. Bettmüll. Gute Nacht, Demba. Oh, ihr seid auch hier? Ja. Irgendwas stimmt nicht, ja. Ja, Chat, seid ihr müde wieder, ne? Ja. Der hat irgendwas vorgehabt. Och, nö. Hi. Ein Dimma, guck mal, der Map. Ein Ausgang? Ja, nur ein. Boah. Und das ist richtig heftig. Kennst du die Map? Hier gibt's ja. Nur ein Gang. Dimma, lass mich in deinen Ohr flüstern. Hier gibt's dreckige Stinkel. Ich kann nichts dafür, ich bin so geboren. Boah, oh, das hält doch auch so da drin, die Stimme, ne? Ja. Oh. Haben Räume an sich, die ganz groß sind, wo nichts drin steht. Ja, genau. Hat Edel auch gesagt. Was? Was? Ich vertraue dem Lucky nicht, guck dir den mal an. Der sieht ja, komisch aus. Der ist Whiteboard. Guck mal. Der macht Ruckel. Hure. Der ist besessen, Junge. Der ist eine Gottes. Guck mal, der macht Gangzeichen. Ging. Ropen ging. Guck mal, sein linker Finger an der linken Hand. Der Finger, der Zeigefinger. Der ist so geboren, okay? Der war mal verheiratet. Oh. Mila ist auch mal da nach einer halben Stunde. Hi. Ja, lass dir nächstes Mal noch länger Zeit. Ja, mach ich. Ja. Musst du Hamsterrad anstoßen, damit Internet-Speed funktioniert. Ich geh mit Mila. Ich geh auch mit Mila. Ich mach Speedrun jetzt rückwärts. Wo bin ich? Ich hab Skyhook.
Der Junge ist da. Julian ist da? Hallo. Skyhawk ist da, der will wieder Dings, RP-Server coden. Der hat richtig viel Bock. Ja. Hat der Bock, Datenbank zu löschen? Ja. In 2 Monaten schaffen wir NP. Warum laufen wir alle zusammen? Such den Weg nach unten. Und im Chat sagt keiner mehr Hallo, weil alle schlafen. Hallo, werde doch mal wach jetzt. Hallo, Chat. Genau, jetzt geht's hier richtig ab. Was ist das, dieses Schlafen? Sagt die, die immer schnarcht. Weil mir stinkt's unter den Armen. Du schnarchst. Du. Du siehst Bäume weg. Dein Bär. Du bist wie Nestel, Alter, ins Maul. Wallah, du hast dich verändert. Wallah, du hast dich verändert. Hallo. Ey. Hallo. Wo ist das unten? Ja, heute neue Diablo-Season, aber ich hab nicht reingeguckt. Ist ja immer der gleiche Scheiß. Mila, wo laufen wir hin? Naja, ist geil, kein Bock auf Diablo. Warum laufen die uns nach? Nee, weiß nicht. Warum wisst ihr voneinander, dass er schnarcht? Wir schicken uns immer Sprachmemos, wenn wir im Schlafen sind. Was hast du gefunden? Wir sind im Kreis gelaufen. Ja, sind wir ja schon. Okay, ja gut, dann fangen wir. Ja gut. Schnarch, Lise. Ah, hier ist dein Zimmer. Ja. Guck mal, hier ist dein Zimmer. Der Boden quietscht, weil du dick bist. Hier ist eine Küche, zauber mal was. Zauber mal da drauf was. Und eine Mikrowelle, das ist für dich. Nein, wir sind nicht zusammen. Mila ist meine Schwester, Alter. Ja. Sweet Town Alabama. I'm coming home for you. Oh, da hinten ist Licht. Oh, Licht ist nie gut, ne? Licht macht Träume hell. Ja. Du. Ich höre Lucky bis hierhin. Oh, oh. Nein. Nein, warte, mach mal deine Tasche. Was? So ein Fehler, weil die unten das Licht Weiß nicht. Die haben unten das Licht Aber hier sind 12. Das Ding mal auf mich. Da verbrennst du dich. Verstehen. Ja, minus. Haben wir gar nicht. Minus gerade in dein Herz. Bitch. Boah, gleich krieg ich wieder Ärger. Ich weiß, ich bin die größte Bitch. Verwirrt mich das. Was? Ich dachte, das verwirrt mich. Was denn? Weil es da aussieht, als würde... Ja, 11 Grad. Hast du gerade gesagt, geil, 11 Grad? Nein. Lass doch einfach die Räume durchsuchen. Kommst du bitte mit? Warum haben die eigentlich Schatztruhen hier stehen? Waren dann Piraten? Ist das ein Krankenhaus oder eine Psychiatrie? Sieht ein bisschen aus wie 5-Sterne-Hotel in Marxloh. Ja, wenn ich mir die Toiletten so... Wie, die sind doch sauber. Betten.
glaubst es. Du hier? Nee. Behind. Habt ihr irgendwas gefunden? Nee, gar nix. Also hier oben im Flur sind manchmal 11 Grad. Ich glaube, der Geist hat ein Funkgerät. Nicht so schnell, hier ist Wet Floor. Was? Ja? Hier hat jemand hingekrallert. Au. Hau rein, Pascal, schlaf gut. Pascal geht schlafen, Mila. Ja? Der Pascal. Guten Abend, tschüss. Okay, wir haben ein Problem. Ich glaube aber nicht, dass er bei uns ist, oder? Mila? Can you answer my question, please? Können wir uns verstecken? Ich glaube nicht. Ich höre den. Unter uns? Ich glaube auch unter uns. Nee, vor uns. Nein, der vorne, vor uns? Vorne. Wohin, wohin? Oh mein Gott, der ist schnell. Der ist schnell rechts lang. Wir verwirren den. Und dann wieder rechts. Und dann direkt erst die Tür rein. Du machst zu. Setz dich auf meinen Schoß. Ich sehe tote Menschen. Also, der ist hier ja. Oben, der war bei uns auf dem Gang, der hat uns gejagt. Oh, im Flur sind 8 Grad. Wir haben den ausgetrickst. Geh mal kurz in den Raum. Der jagt schon wieder. Oh. Mach dein Licht aus, mach dein Licht aus. Bist du hier? Ich habe noch gar nicht zu Ende gefragt. Bist du hier? Was ist dein Lieblingsessen? Ich glaube, Lucky hat erwischt. Nein, das ist hier oben. Oh mein Gott, Mila! Nein! Ich bin tot.
Der ist hier auf dem Flur. Bei mir. Bist du hier? Ich bin hier. Hila? Wallah, du hast dich verändert. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Halt's Maul, Junge. Ich dachte, der Geist hat zu mir gesagt, Wallah, du hast dich verändert. Der ist irgendwo hier. Demba? Ja. Kommst du nach oben? Ja. Halt's Maul. Bist du hier? Oh shit! Die ganze Zeit irgendeine Treppe hoch und runter. Ich glaube, der ist drunten gelaufen. Wieder? Woher? Ich glaube, der Antwort ist einfach nicht. Ich bin gerne in den Truck. Komm her, Mila. Ja. Hier geht's ja runter. Und ich oben! Hab unten, als ich unten bei den Treppen gehört, da ist er die Treppen runtergegangen, aber halt direkt neben meiner Tür. Ja. Der hat die Tür aufgelassen. Mila, warte! Wir haben Lucky verloren, wir haben Lucky verloren! Oh mein Gott, ich kann nicht laufen! Was? Ich will hier raus! Mila, wo bist du? Ich hab mich verlaufen! Ich hab mich verlaufen! Ich schwör bei Gott, ich hab mich verlaufen, ich weiß nicht, wo ich bin. Piep! Piep! Hallo? Weiter! Hallo? Oh nein! Kann mir jemand helfen? Oh, wir sind mach hier vorne. Ich bin im Müllraum. Müllraum? Nicht funken, sag mal nur so. Ah.
Hallo? Hallo? Ich bin unten. Wo seid ihr? Ich bin unten. Ich bin genau an der Treppe, wo der ist. Ich trau mich nicht. Bitte. Ich hab Angst. Ihr müsst zur Treppe kommen. Ich hab Angst, ich schwör bei Gott, Alter. Wo seid ihr? Okay. Bitte, komm schnell, bitte. Warum bin ich runtergegangen? Ja, ich werde sterben. Nein, nicht dahin. Peace out, bin draußen, Bruder. Wir haben Gefriertemperaturen, Gefriertemperaturen. Wir haben Gefriertemperaturen. Okay. Ja, Gefriertemperaturen. Schön für den Geist, kein Bock mehr. Moral gefickt, komm, Boys. Ich will einfach nur Pillen nehmen. Ich will einfach nur nach Hause. I need my dress. Einfach nur. Oh mein Gott, nein. Ich bin Harry Potter, das ist meine Besenkammer, verpisst euch. Ich höre den Laufen noch. Mila? Ich bin da. Ach so. Ja, Mila hat 0, Curtis hat 2. Dir geht's besser als mir geht's zurück. Alter. Wir haben auf jeden Fall Gefriertemperaturen. Okay, Gefriertemperaturen. Ey, ich muss unbedingt mal kurz in der Ecke pinkeln gehen. Ich. Ernst, oh mein Gott. Wer schaltet deine ganze Zeit die Bilder um? Lucky, ne? Der Geisterfrängel. Und der hat ja auch der euch. Okay. So kein Geisterort. Aber das heißt, der Spasti, der rennt an der Treppe rum, ne? Genau da habe ich ihn eben gesehen. Ist dann an der Treppe immer hoch und runter, um die Ecke hoch und runter. Wir haben halt auch keinen Raum. Nee. Warte, da habe ich den gesehen. Da ist der mal runter und um die Ecke nach links. Immer wieder.
Ich bin wieder da. Oh, ich habe keine Angst. Ich nehme Tabletten, ne? Ja. Ja, sollten wir jetzt. Ja, wo, Mila, wohin? Ich hab eine Kamera und ein Buch. Komm, Dimba, wir laufen zu dritt. Komm. Ja. Komm. Wir haben keine Dingsbums mehr. Was? Keine Sanity. Doch, wir haben Spons. Pillen gegessen. Wir haben 4, ja, du, die hat sogar 80, komm. Die hat 80, aber wir, nein. Mila, wo bist du hin? Der muss durch Salz laufen. Wir müssen nach links. Hallo, Ultras. Hallo, Ultras. Mila? Ich bin drin. Ja, wo? Da rein, erstmal. Komm rein, komm rein. Komm rein, Cousin. Kippe. Auf jeden Fall bin ich dabei. Ich auch. Mach direkt 3 an. Lucky, hör auf, dir Sachen vor die Nase zu werfen. Wenn Sanity weg ist, dann huntet der nur noch. Dann wird das immer schlimmer. Ja, ja. Lucky, du Wichser, Alter. Fick deine Tasse. Die ist nicht von Twitch, die will ich nicht. Ich will gar nicht herausfinden, was für ein Geist das ist. Kannst nicht gehen, du bist hinter der Mauer. Fail AP. Geht wieder. Lucky, hör auf, Dinge zu werfen. Ja, Lucky, hör auf, den Kopf. Ich bin ein Wixer-Geist. Ich hab Angst. Hör auf, deinen Schwanz in die Tür zu schlagen. Lass sie doch. Kann der die Türen zumachen? Nee, die Mila war das. Wir haben nur Gefriertemperaturen, ne? Ja. Ja. Also hier geht. Boom, das heißt, ich werde da jetzt erstmal Salz hinstreuen. So, hier ist kalt jetzt, guck mal. Man sieht Milas Atem. Riecht nach Chuchuk. Ich habe auch eine Kamera da hinten hingelegt. Okay, sehr gut. Mila, warte! Ja, komm her. Der kommt. Mach zu. Mila, nein! Komm rein! Ich bin am Ende, Alter. Ich will einfach nur schlafen, bitte. Ja, sollen wir gehen? Nein, wir machen den fertig. Den dreckigen Wichser. Ja. Die Frage ist, wo ist der hier? Ist der auf dem Gang? Ja, also ich hab den eben in der Kamera gesehen. Der ist die ganze Zeit um die Ecke da hinten und dann die Treppe hoch und runter immer. Lucky gibt uns ein Zeichen für den. Nimm die Kamera mit. Soll ich noch eine Kamera mitnehmen? Ist der schnell oder ist der langsam? Der ist. Geht so. Relativ schnell. Der ist auf jeden Fall dumm. Hier, Lucky, wohin? Dumm? Lucky, du bist ein lieber Geist. Zeig uns, wo der ist. Am besten so schnell es geht. Er schmeißt die Tasse immer nur einen halben Zentimeter. Ja, die da in Richtung Treppe. Oh mein Gott! Ich mach zu, ich mach zu, ich mach zu.
Boah, der ist schnell. Guma! Ula! Ich hab keine Angst vor dir, du dummer Geist. Okay. Ich wollte nur meine Männlichkeit zeigen. Ja, das kannst du irgendwann anders machen. Komm doch, komm doch. Guck, Jack. Du so mutig bist und geh doch durch die Tür. Ich hab keine Ahnung, wo der ist, ne? Wir haben aber auch nichts mit, ne? Salz ist ja auch nicht gelaufen. Der ist auf jeden Fall hier an der Treppe irgendwo. Geisterbuch hat der auch nicht geschrieben, das hat der Lucky nämlich da hingelegt. Nein, der ist ja gestorben. Der ist gestorben. Ja. Ah, der will auch bestimmt nicht in ein Buch reinschreiben, oder? Lass dich nicht alleine, Mila. Man sieht ja daran, dass der kommt, wenn die Lichter anfangen zu flackern und man hört seine Schritte. Eigentlich habe ich den Sound ganz hoch gestellt. Mila? Mila? Ich habe echt Angst, ich habe wirklich... Komm her. Seid ihr unten? Ja, wir sind unten. Mila? Ja, ich... Hier ist auch noch kalt, ne? Ja, es ist... Denver? Ja. Oh mein Gott. Der ist hinter uns, hinter uns. Der ist vor uns, nein. Ah! Nein, Mila, sorry. Sorry, Mila. Der ist auf jeden Fall hier unten im Flur. Ich gehe hier nicht raus. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich gehe hier nicht raus. Ich weiß nicht, was ich bin. Simba, lebst du noch? Der macht die Tür auf. Oh, ich weiß, der macht die Tür auf, der Hurensohn. Der ist hier unten. Hier drin? Der ist hier unten. Oh, oh mein Gott, was? Oh Gott, Alter, leck mich am Arsch. Becky, sag da hin. Denver? Denver? Der ist hier drin, ne? Hier im Raum, Becky? Denver? Oh mein Gott! Nein, nein, nein!
Ist Denver tot? Hey, lass uns... Ja. Halt ins Buch. Ich kann nicht mehr, ne? Ich bin nervlich am Ende. Ich auch. Oh mein Gott. Demba! Demba ist tot. Demba ist tot. Demba ist tot. Ja, wir sind nur noch zu zweit. Laufen. Schlaf gut, Squeezy. Mila, wir sind nur noch zu zweit. Ja, ich Und wie war das Erlebnis? Ja, aber der hat irgendeinen umgebracht. Wir haben den gehört. Hey, ich bin so am Ende, ne, Junge, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, Mann, das ist nicht machbar. Der reagiert doch, das ist gar machbar. Nichts mehr, Junge. Wir haben den Raum. Wir haben den Raum auf jeden Fall. Den Raum? Das habe ich hingelegt. Wir haben... Boah, gib uns bitte Orbs. Ah, ich habe schon geguckt, da war nichts. Frio, wir müssten zum Beispiel auf Geisterorbs gucken und EMF-Gerät, was ich gerade hingeschmissen habe, ob das ausschlägt und all so ein Quatsch, um rauszufinden, was wir haben. Wir haben jetzt nur einen Hinweis, Gefriertemperaturen. Wir müssen rausfinden, was das für ein Geist ist. Wir sind so am Arsch, wir haben keine Sanity mehr. Wir haben keine Pillen mehr, ne? Ja, keine Pillen mehr, gar nichts. Wir haben aber den Raum. Wir haben den Raum. Und da sind keine Geisterorbs. Emin, schlaf gut. Aber der antwortet nur alleine, ne? Und ich will das eigentlich. Und einer muss alleine reingehen. Ja. Okay, guckt Leute. Mal auf die Sanity, ganz eindeutig. 0%, 0%, 6%. Wer muss da jetzt rein? Mila, kriegst das hin? Ja? Ja. Wir sind solche Männer, dass wir die vorschicken. Genau, wir sind so geboren. Ja, eigentlich müssen wir mit. Könnte man denn doch? Nee, Temperatur brauchen wir denn? Wenn ich sterbe, sagt mein Papa, ich hab den letzten Keks gegessen. Das war nicht meine Schwester. Dankeschön. Mila, der Treppe, ja, der Treppe! Du bist aber ein White. Doch, guck, der huntet doch. Ja, jetzt huntet der. Warum bist du ein Wikes, Alter? Guck mal, die mit ihrem Kreuz hängt die da. Wenn die stirbt, sind wir am Arsch, ne? Dann müssen wir rein. Ja,
Oder wir kriegen einfach zu Pech Disconnect. Oh, da ist er. Oh, oh. Da war er. Oh mein Gott. Ich wollte gerade fotografieren. Ich weiß nicht, ob das zählt. Nee, nee, zählt nicht. Da. Diese dreckige Drecksau. Den sieht man gar nicht auf dem Foto. Was ist denn da links? Links ist die Treppe, ne? Der geht immer von unten nach oben. Genau. Aber warum ist denn der jetzt nicht durch das Salz gelaufen? Der ist doch da drüber. Das weiß ich halt auch nicht. Ja, ja, Mila? Ja. Der rennt von unten den Gang, die Treppe immer hoch. Da, wo ich die Kamera platziert habe, den rechten Raum immer rein. Also von dem Raum unten läuft er nach oben. Und dann wieder zurück. Und wir haben keine Geisterorbs. Er hat nicht ins Buch geschrieben. Ja, oh mein Gott, er huntet. Und die ist in dem Raum drin. Also Buch, nein. Ultras, Bruder. Hat die das EMF mit? Das habe ich vor der Tür da geschmissen. Die Frau hat einfach Eier aus Stahl, Alter. Ja, wir gehen da jetzt auch rein, Alter. Was soll das? Komm, Abdi. Warte, jetzt können wir rein. Lass mal kurz gucken. Wir haben ein Buch, ne? Ja. Da aber nicht rein. Mila, hast du ein Radio dabei? Wir kommen jetzt rein. Ich hab das Radio dabei. Oh Gott, der wieder. Geht die was? Radio mit? Ja, was können wir denn mitnehmen, Alter? Was sollen wir mitnehmen? Wir kommen rein. Wir brauchen ein Foto. Ich weiß nicht, ich hab eine Kamera dabei. Oh, keine Ahnung. Nee, wir brauchen ein Foto. Ich hab Fotokamera dabei. Okay. Dann. Ich nehme noch eine Kamera mit. Ich glaube, sonst kann ich gar nichts. Ja, egal, ich nehme nur eine Kamera mit. Und ich hab für Dings Fingerabdrücke. Mila, wir kommen rein. Oh mein Gott. Nein! Nein! Denver! Denver! Bitte! Denver! Ich bin am Arsch! Denver! Wir sind da jetzt gerade einen Schritt rein, was sollst du weiter? Mach wenigstens ein Foto, wenn der kommt, der Hund. Ja, ja, hab ich vor, hier das Loch. Schlüsselloch. Ich muss schon wieder eine Duftkerze. Wir haben Viertel nach eins. Er war in mir. Er war in mir. Er ist in mir gespawnt. Das geht nicht. Straight in mir gespawnt. Straight. Also wir kommen. Oben. Oben, wir kommen jetzt ficken, du Hund. Wie heißt der Wichser? Der Raum ist der daneben, Ruben oder so, keine Ahnung. Detlef oder sowas. Du hast Mila. Du warst in Mila, das geht nicht. Jetzt fick ich den Hurensohn. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen, ne? Oh mein Gott, erst nicht gut. Rein.
Hallo? Ja. Mila? Mila? Och nö, Mila. Ja. Oh mein Gott, zum Glück. Wir kommen. Mhm. Wo bist du? Ich komm auch. Ja, wir kommen nach unten. Komm, Kurs, wir packen uns jetzt gegenseitig an den Eiern und dann ziehen wir uns da runter. Ach komm, keine Angst, Junge, keine Schwäche zeigen. Genau, no fear, boy. Der Sixer kriegt jetzt eine Kopfnuss, Alter. Ich lass mich doch nicht von Arsch fallen. Der kriegt eine Kussschelle. Wo bist du, Mila? Wir kommen. Bist du hier? Dieser dreckige Wichser. Es ist der Raum hier. Da. Es ist der Raum hier, nicht der da. Welcher? Der hier? Der hier ist es nicht. Der da. Also der andere. Da muss eine Kamera rein. Oh. Da muss keine Kamera rein. Komm doch, du Flachwichser. Kein Bock mehr auf die Spielchen. Das ist links von uns. Fick dich, Thorsten. Komm jetzt raus, dann geht's. Mila, wo bist du? Ich bin neben euch. Der ist links von uns irgendwo. War der ist also wohin? Der rennt hier die ganze Zeit rum. Auf dem Gang und auf der Treppe. Aber was das Ding ist, der reagiert nur allein. Geisterbox. Oh mein Gott, nicht schon wieder, Alter. Fick dich, Thorsten. Fick dich und alle, die du kennst. Alle Kinder lernen lesen, im Indianischen lesen. Wo ist der Raum hier? Guck mal, nein, hier das ist ja nicht. Ich lasse hier vorgestellt, der Lucky extra. Ja, ja. Da. Wo das Problem nur an der das Sache ist. Das mieser Pixar, Alter. Wie sollen wir das jetzt rausfinden? Wir, haben wir müssen Fingerabdrücke gucken, Buch hier reinlegen, Kamera. Der hat ins Buch geschrieben. Der hat ins Buch geschrieben. Okay. Gut. Buch geschrieben. Könnt ihr bitte warten? Ja, wir sind noch da. Uns fehlt ja noch. Okay, ich bin da. Ja, komm, Dämmer, zur Treppe. Oh mein Gott, komm, Dämmer, bald dich. Ich sterbe. Die. Ich mach nicht, ich hab Angst. Oh, ich glaube, ich höre das EMF. Oder? Welche Stufe? Ich höre EMF, aber. Oh mein. Oder habe ich jetzt Paranoia?
Ja, das ist die Anstalt. Demba? Ja, bin noch da, der kriegt mich nicht klein, die Bitch. Ja, komm hoch, schnell. Hörst du das EMF-Gerät? Nee, nee. Wir sind an der Treppe oben. Ella. Sag mal, bin ich verrückt oder ist da, hör ich das EMF? Chat ist müde. Nee, Chat, zeig mal die Geisterbox, Duplo. Die du bist verrückt. Die Geisterbox, die du gehört hast. Warte, hat die Geisterbox was gesagt? Nein, nein, die rauscht nur die ganze Zeit. Achso, okay. Ja, dann. Aber wir haben doch erst zwei Hinweise. Ja, und jetzt können wir gucken, was uns fehlt. Vielleicht sind da, weil wir waren im falschen Raum, vielleicht sind da Geisterobstrunde jetzt. Genau, genau. Ah. Ich habe die Kamera da aufgestellt. Ich habe auch keine Fingerabdrücke gefunden. Okay, okay. Ich höre immer nur das EMF. Ich glaube, ich habe einen Tinnitus. Mein Blut ruft zu hoch, Alter. Oh, bitte Geisterobst, ich will einfach nur schlafen. Ja, Mann. Ich hab leider daneben geknipst. Der ist gerade in dem Moment um die Ecke gegangen. Das ist ganz sicher der Raum. Scheiße, die Scheiße. Also okay, warte, müssen wir wieder darunter. Dämon oder Juraj, kann jemand von euch Räucherzeug mitnehmen? Ja, warte, lass mich mal gucken. Wir brauchen Geisterbox. Der greift ziemlich oft an, der kann Dämon sein, weil der greift nämlich recht oft an. Ja, aber wir sind auch super... Ja, auch genau, wir sind auch super low alle, ne? Geisterorb oder... Geisterbox, aber er redet nicht in der Box. Er redet nur alleine, Mila. Guck mal, was da steht. Ja, ich war doch alleine da. Ihr seid runtergekommen, wart noch nicht im Raum. Ach so. Ich hab den gefragt, okay. Bist du hier und so weiter. Der hat nicht geredet. Vielleicht gehe ich nochmal runter und stell die Kamera um. Ja, wir gehen. Aber der müsste eigentlich reden, wenn er ein Dämon ist. Aber er hat nicht geredet. Haben wir noch Salz? Ja, haben wir. Okay, Fingerabdrücke nehme ich trotzdem nochmal mit und ich nehme uns mal Salz mit. Und wir brauchen ein Foto. Hat einer ein Kruzifix bei? Oder liegt das schon unten? Stimmt, im falschen Raum liegt das Kruzifix. Ja, jetzt bin ich aber voll. Ich nehme ein Kruzifix noch mit. Demba, komm. Okay. Demba. Also der müsste ja dann... Brauche ich Feuer für die Räucherstäbchen? Ja, brauchst du. Und dann musst du, wenn du die Räucherstäbchen in der Hand hast... Was hast du? Ich habe Räucherstäbchen. Ach so. Ja, Demba, dann nimm du nochmal hier Fingerabdrücke mit. Liegt hier. Feuer brauchst du auch nicht. Feuer kannst du wegschmeißen. Ja. Ne, wir brauchen Kamera. Wir brauchen ein Foto von dem. Ja, ich kann nur Feuer oder Dings mitnehmen. Lass das Feuer doch hier. Ich hab doch Feuer. Die hat doch Feuer bei. Achso, hast du. Ja. Okay, also, lieber Dan. Geiler Chat aus der Duplo, können sie nix. Macht mal Liebe im Chat. Mach mal Cake Kush Love. Ja, Cake Kush Love in den Chat. Bread Love! Mad Love not Was Warcraft. Geht, Boys? Was geht ab, Jungs? Bis wir da unten sind, hat der E3-mal gejagt schon wieder. Ja. Lass ihn doch den Wikeser. Wir machen ihn jetzt fertig. Wikeser. Bonslutscher. Glaubst du, ich hab Angst? Ich hab keine Angst. Genau, du Hure. Oh mein Gott, wieder ein Small! Der ist weg. Hast du die Tür zu? Der kommt. Oh. Ich krieg gut. Ich bin so geboren. Hör auf! Leg das Knoppers weg, Junge. Sieh die gut aus! Oh, das findet ihr nicht lustig.
Das wäre. Boah, der geht mir so auf den Sack, ne? Ja, ja. Mann. Der kriegt jetzt auch übelst aufs Maul. Übel. Digga. Ich fick den Jungen weg jetzt. Oha, was ist los mit dir? Richtig so. Ich weiß auch nicht, ob einfach nur. Wir sind voll die üblen Tupen. Genau. Ich bin jetzt ja neu geboren. Oh mein Gott! Oh, Foto! Ich hab ein Foto! Da gibt's ein Foto, du Lutscher! Maul, Junge. Ja, und ich hab die Kamera umgestellt. Also, warte, ich schmeiß da Kruzifix rein. Du Hurensohn. Komm, schmeiß, fick den mit dem Kruzifix. Fick den. Gib dir, was der braucht. Ich geräuchert habe ich auch und er jagt bisher noch nicht. Richtig so. Ich hol gleich einen Besen, Junge. Ich hab hier so eine Schale mit irgendeinem Zeug drin, mit Flips und so. Und ich bin die ganze Zeit am Fressen, weil ich nervös bin, Alter. Ich hab einfach den Kopf da reingesteckt. Ich snack hier die ganze Zeit die Sachen weg, Alter. Ich bin so nervös. Seht ihr, aber der greift nicht mehr an. Ich hab Mann, fick dich! Was greift der mich an? Wenn man räuchert, greift ein Juri nicht an für eine gewisse Zeit. Also ich kann dir sagen, der stand genau vor dir, Mila. Mhm, der stand links ja, neben mir. Ja, ich hab's gesehen. Der war so nah mir dran, ich hab seinen Schwanz geschmeckt. Hat der Duplo gelöscht. Ja, danke. So stehst du also... Also Salz hat funktioniert und ein Foto haben wir auch. Der muss nur durch das Kruzifix ballern. Wir müssen da nochmal rein, ja, der gibt keine Orbs. Boah, aber was ist denn das letzte dann? Nicht. Geisterbox hat er auch nicht geantwortet, oder? Warte mal. Vielleicht kommen gleich Orbs. Ja, vielleicht. Wenn nicht, muss einer alleine rein, Geisterbox nochmal. Aber okay, warte mal, guck mal. Jurais haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand. Wir haben aber keinen Geisteszustand mehr. Wir waren sehr lange aber wir sind da drin. Alle. Und wir sind aber auch alle schnell down gegangen, ne? Das weiß ich nicht. Vom Zustand her? Eigentlich müssten wir jetzt wieder reingehen, weil geräuchert wurde gerade, ob der angreift. Ja, das kann man nur testen. Wenn der dann trotzdem angreift, ist aber dann müssten wir, rein theoretisch Orbs sehen. Weil es dann ein Jura ist, aber wir sehen keine Orbs. Guck mal, wie viele Kameras wir haben. Wir haben oben eine. Wir haben oben eine und in dem Raum eine. Ja, aber vielleicht. Manchmal ist es so, weißt du, wie oft ich Orbs gefunden habe, nämlich Kameras einfach nur da umgestellt habe. Aber wir haben so viele Kameras, wir können da einfach 50 rein. Ja, dann lass nochmal mit Kameras rein. Guck mal, ich lasse die Kamera mit dem Foto jetzt hier. Ja, Foto brauchen wir nicht mehr. Ja, Videokamera brauchen wir jetzt. Genau. Ja. Gesundheit. Boah, ich habe Bauchschmerzen von dem Zeug, ne? Stimmt. Ah, ich hab. Okay. Egal, Steffi. Er wird jetzt so gefickt. Ghost fuckers! Das ist der, ich glaube, einer der heftigsten Geister, die wir hier hatten, und der geht mir richtig auf den Sack. Ja, ich hatte schon heftige. Echt? Der Sohn von der Harry Lippitz, ja. Warte mal ab, wenn ich sterbe, Mila, dann komme ich dich auch heimsuchen. Schmeiß dir Spinat und so gegen den Kopf. Nein, komm zu mir. Nein, warte. Wo lang? Ja, falsch. Der kommt jetzt eh wieder. Warte ab. Kommt der jetzt auch? Hier ist eine Kamera. Und hier in den Raum rechts ist der gelaufen. Vorhin. Ja. Soll ich hier oben eine hinstellen noch? Ne, hier haben wir eine. Unten im Gang, ne? Ja, ja. Ich mach unten im Gang eine. Okay, wo stelle ich die dann hin mit dem Stativ? Ja, dann mach du die im Gang wir mit dem Stativ. Im Gang nee, haben wir nicht. Okay, stell die hier hin. Einfach nach hier hin.
Ja, du hast sie angemacht? Okay. Ja, die ist an. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist der Wurz und der geht raus. Der geht raus, der geht raus. Toll, der fickt mich jetzt. Nein, Demba. Bruder, ich liebe dich. Ja, warte. Der hat eine schlechte Nase, kann mich gar nicht riechen. Der Wurmbock. Der hat dich nicht getötet? Nö. Das ist ein dummer Pisser, Alter. Ich muss so einen Riegel aufmachen. Ich schieb ihn die übrigsten Filme, Alter. Ich schieb ihn den Riegel im LKW in den Arsch. Komm raus hier, das ist ein Dämon. 100 Pro. Der hat jetzt trotz Räucherstäbchen angegriffen. Wieder, komm. Kuba! Komm, Boys! Ich bin so fucking nervös, ne, Alter, ich schwör bei Gott, Alter. Ich hab mich jetzt an den gewöhnt, ne? Ich betrachte den jetzt eher als Freund. Mhm. Dumm ist der. Hat jetzt noch mal Räucherstäbchen gezündet? Nee. Ist das mein Freund? Ich glaube, wir haben nur einmal Räucherstäbchen bei, oder? Nee, ich hab jetzt gerade, nachdem er gejagt hat, habe ich noch mal welche gezündet. Da müssten wir aber jetzt gleich Orbs nehmen. Wir haben 500.000 Kameras da unten. Ja, und wenn wir da keine sehen, ist es ein Dämon. Durch Salz ist der schon gelaufen, der miese Wichser. Ja, ne? Mhm. Nies, Alter, nies. We together heaven, Junge. Ja, yeah, why you go there? Kruzifix hat auch funktioniert. Ich hab den halt vom Kopf geworfen. Ja, habt ihr gehört? Ja, jetzt auch raus. So, Aufgaben haben wir schon. So, das ist der Raum, ne? Ja. Wir haben noch zwei Stück auf dem Gang. Eine nach links, eine nach rechts. Also, das musst du ja ein Jura sein. Wir haben das Jagen jetzt schon an. Ne, ein Jura hat doch Orbs, oder? Ja, Jura hätte Orbs, aber wir haben keine Orbs. Ja, dann ist es ein Dämon. Ich geh jetzt rein und rede mit dem. Das ist ein Dämon. Nein, Mila! Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Das ist hundertprozentig ein Dämon. Aber dann hätte der geredet. Ja, das ist es. Osaf, das wäre auch ein geiles Feature. Wenn man durch die Kamera switcht und der Typ guckt auf einmal in die Kamera rein. Nee, das ist ein Dämon, Mila. Sag ich ja. Okay, ich hab's eingetragen. Pro. Dämon. Sonst hätten wir Geistorbs. Guck mal, sein. Da haben wir keine. Oh. Guck mal, das ist oben. Also das ist der Raum. Wir haben keine Orbs. Und auch in dem Gang nicht. Ja, von den Hinweisen her passt nur Dämon noch. Okay, dann nehmen wir den. Wir können auch hundertprozentig sicher gehen und einer geht rein und redet nochmal mit dem. Aber der geht dann hundertprozentig drauf, darüber müsst ihr euch bewusst sein. Ja, der ist ziemlich dumm, der Geist. Ja, der ist echt wirklich sehr dumm. Aber jetzt haben wir halt gejinkt. Also schlau ist der nicht, der war bestimmt der Hausmeister oder so da. Ich meine, wir waren mitten im Raum. Der ist im Türrahmen, hat er sich gezeigt. Da habe ich den auch mit dem Kruzifix beworfen.
was machen wir jetzt? Wir können meinetwegen, wir können... Nein, das soll nicht so heißen, dass Hausmeister dumm sind, Mann. Das ist dieses typische Filmklischee, dass die Hausmeister in amerikanischen Filmen immer doof sind. Oder irgendwelche Ex-Knackis. Wir könnten, einer könnte reingehen und mit dem sprechen. Oder wir machen jetzt auf gut Glück. Aber wir sind hier locker schon 3 Stunden drin. Also, wenn jemand den Sieg nimmt. Was willst du machen? Dämon. Ach so. Also soll man nicht zu 100% sicher sein. Ja, komm, können ich geh rein. Machen. Weißt du was? Scheiß drauf, ich geh rein. Mila hat Boards of Steel. Let's go. Nein, die muss alleine, oder? Oh, aber kann trotzdem jemand kurz kommen? Ich hab meine Taschenlampe irgendwo in den Flur geschmissen. Achso, willst du die haben? Musst du komplett alleine hier drin sein? Nein. Oh mein Gott! Dieser Hurensohn. Ist das ein Hurensohn? Oh, der kommt. Soweit muss der erstmal. Findet uns eh nicht der Affe. Was macht ihr? Ich esse gerade einen Power-Riegel. Einen Proteinriegel. Weil ich falsch mir gerade alles rein, was ich hier Weihnachten zum Ach so. Blau. Jo. Oh, Tannenbaum singen und Tür ran, damit ich Geschenke krieg. Tritt immer gegen die Türrahmen. Ich such wieder den Weihnachtsmann. Ich weiß, wo der ist. Immer verpasse ich den Mistkerl. Du hast nicht mal einen Kamin, wie willst du den finden? Meinst du, der kommt durch deine Dingsheizung, Elektroheizung? Ich war ja immer bei Mama und Papa. So willst du die Taschenlampe haben, Mila? Ja, hallo? Meine Taschenlampe liegt irgendwo. Ja, hier. Hör doch mal zu, Frau. Wir können doch auch mitkommen, oder? Wir müssen doch nur weg sein. Also ein Stück. Ja. Ja, ihr könnt. Willst du, dass wir mitkommen? Keine Ahnung, an den Treppen. Könnt ihr mitkommen, wenn ihr möchtet? Ich brauche eine neue Taschenlampe. Warum? Ja, hier vorne liegt meine irgendwo. Also hier. Wieso wirfst du deine Taschenlampe weg? Weil die nervös war. Weil ich dachte, wir gehen nicht mehr rein. Oh mein Gott. Also. Komm mal noch. Boom. Ist das ein... Der Herbert nervt. Wir können uns ja auch eine Decke über dem Kopf machen und eine unter Taschenlampe haben. Findet der uns eh nicht. Lucky ist die ganze Zeit tot. Denn gar nichts. Der ist ja locker schon raus. Legt mir so einen Hammer in die Fresse. Nee, bin ich nicht. Du hast keine Angst vor solchen Games. Du solltest das selber mal zocken. Das ist was anderes. Also nicht, dass du dann Angst hättest, aber... Das ist schon was anderes, wenn du selbst spielst. Das ist schon dann. Ja. Spannung und Action. Ja, und volle Hosen. Weiß. Wisst ihr, ist ja auch so cool, wenn sich so ein Batman einfach so bewegen würde. Ja, einfach so über den Gang fährt, ne? Dann stehen da ja, Blitzer, Mann. Die blitzen das. Und die dann vom Kopf fliegt. So. Ja. Das ruft Avada Kedavra noch und dann sitzt Harry Potter auf dem. Ach, guck mal, Lucky wirft eine Tasse. Lucky, wir wollen keinen Kaffee trinken. Sag Cousin, Kollege. Wir sind locker schon 4 Stunden hier drin, Alter. Ja, Gefühl, ne? Echt. Achso, ja gut, du musst jetzt da... Ach, du musst da rein, ne, Mila? Ja, ja. Wir müssen... verstecken. Bist du hier? Ja! Ja, hier, ja. Oh mein Gott, der jagt, der holt so... Mach zu! Schreib trotzdem ins Buch. Hallo?
Hallo? Hallo? Ja. Das hat er gehört. Der soll mich lassen, ich bin so geboren. Boah, Alter, ich mach jetzt gleich 6 Kippen an, wenn wir hier raus sind. Auf einmal. Ich hab halbe Schachtel schon geraucht, Junge. Mila? Mila? Ich bin nach Hause, wirklich. Ja, wo bist du? Können wir jetzt? Wir sind unten an der Treppe. Bei mir ist auch eine Treppe, alles gut. Komm hoch. Hä? Die ist schon hochgelaufen, auf der anderen Seite. Die ist den ganzen Flur lang gelaufen. Richtig hysterisch, ohne Schuhe so. Usain Bolt, Junge. Oh mein Gott, links. Oh. Mach zu. Tot. Mila? Ja, ich bin du musst funkeln. Gottes, guck. Oh, ja. Dieser Raum hier ist echt cool, wo ich mich versteckt habe. Ben. Wir sind gleich beim Ausgang. Ich bin so froh, dass wir fertig sind, ne? Boah, ja, Mann, der ist mir auch richtig um den Sack gegangen, der Typ. Boah, aber das, die Irrenanstalt, die dauert immer so lange. Das ist so heftig, ne? Ich finde den auf solchen Maps. Oh mein Gott! Leck mich doch mal Arsch, leck mich doch am Arsch. Wir haben einfach 2:15. Wir sind. Boah. Das letzte Mal, als du die Uhrzeit vorgelesen hast, hatten wir 1:15. Also 2 Stunden sind wir jetzt mindestens hier. Der geht mir so auf den Sack, gleich hole ich meinen Staubsauger und zieh den ein, Alter. Ganz ficken, der Geist kann er sich. Disco Pogo. Der kommt. Wir sind am Arsch, der war. Nee. Der ist direkt rechts neben uns. Feierabend! Mila? Ja, ja, ich und Lucky, wir kommen schon. Lucky, dir freundlicher Hausgeist. Schließ die Tür ab. Schließ einfach die Tür ab. Komm, Lucky. Oh mein Gott, also Dämon. Ey, wenn das jetzt nicht mindestens 50.000 Dollar bringt, ne? Ich hab eingetragen. Das bringt jetzt. Das bringt 2,50. Ist geschafft. Ohne Verluste. Ja. Genau, nur Lucky. Vor 2 Stunden. Und der rennt 2 Stunden hier rum und wirft Tassen rum. Jetzt ist er doch kein Dämon. Oh mein Gott, boah, fast 300 Dollar. Das ist überhaupt nicht witzig. Ich bin nervig am Ende, Alter. Knapp 300 Dollar, aber... 385 Dollar, das ist doch was. Ja, das ist ein mieser Stundenlohn. Das ist das. Ich habe jetzt eine Tassenphobie. Du hast mich so erschreckt mit dem scheiß Hammer in dem Raum, ne? Ich hab dich scheiße erschreckt, als ich mich angeschlichen habe vorhin. Dieses so Mila erschreckt hat, als hinter der Tür stand. Taktsam! Und diese.
Kacke, das hat richtig geweint vorhin. Das wäre richtig geil, wenn auf so einer großen Map zwei Geister gehen würde, ne? Oh, aber überleg mal, wie lange wir dann da sitzen werden. Egal. Aber überleg mal, wenn wir keine Sanity mehr haben, wenn beide uns handeln. Ja, aber dann müsste es schon mehr... Ich bin fertig, ich bin 130. Raus. 130. Ich bin auch fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind wir alle. Sind wir alle. Lucky. Hast du gerade beim Einatmen gerülpst, Junge? Wie ist das möglich? Ich hab gesabbert. So, bis gleich in der Teamspeak-App. Welcome back. Hab deine Schnauze, welcome back. Du Affe. Gibst uns immer Befehle, Alter. Du machst aber selbst geh nix. So. Ab in Hayabuff jetzt mit mir und auch mit euch, mit allen. Teddy, danke noch für den Resub im 15. Lars, danke schön noch für 5 Gifted Subs. Snails, danke schön für den Prime im 17. Ultras, danke schön für 20 Gifted Subs. Man, und gestern die ganze Kacke. Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, genau wie bei Maximoto und so. Kokainchen, danke. Karibik Frank, Blexium, danke schön für den Gifted Sub an Mila. Harry, Ruhe. Ab in der Haierwurf jetzt. Und die Leute, die noch wach bleiben und irgendwo anders gucken, benimmt euch. Und vielen lieben Dank für alles. Ich hoffe, es hat wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns nachher. Kann sein, vielleicht eine halbe Stunde länger oder so. Also später. Tschüss. Schlaft alle gut. Fühlt euch geküsst. Tschüss. I've seen you smile. I need to leave you behind.